Starter Walter Mertes sieht viermal die Farbe Rot. Nicola Larini, der Meister von 1993, hier beim Reifenwärmen. Und Sandro Nannini, Christian Danner und Giorgio Francia haben die ersten zwei Startreihen für rote Alphas reserviert. Doch schon beim Start bringt Roland Asch die Farbe Grün ins Spiel, mit seinem Vorstoß auf Platz 4. Als Weltmeister spürt Keke Rosberg sowas einfach. Kein Grip, da sind die Reifen schuld. Unheimlicher ist die Begegnung der gelben Art, die Klaus Ludwig mit Kurt Thiem als einer der Hauptdarsteller und als Zuschauer erlebt. Es rumpelt, kurz beim Anbremsen und schon hat die Bordkamera von Klaus Kurts Kraftwagen formatfüllend als Querformat und reichlich ramponiert im Bild. Thiems dritter Platz wird kurzerhand im Kiesbett abgelegt. Klaus Ludwig ist mit seinem vierten Platz nicht lange happy. In Runde 7 meldet sich der Ingenieur und Alpha-Renntechniker Giorgio Francia am Heck. Der täuscht erst außen an und Ludwig lässt ihn ohne Risiko passieren. Weit hinter den Kollegen zeigt Roland Asch, dass Gelb allein nicht glücklich macht. Er ist auch, wenn er auf Platz 10 liegt, der fröhlichste Rennfahrer der Welt. Gekuppelt wird in modernen Renntourenwagen, übrigens nur beim Runterschalten. Ganz sicher längst nicht so vergnügt wie Roland ist hier Louis Krages bei seinem staubigen Abgang in der Ameisenkurve. Es ist ein Allradlein-Alpha-Fahrer, der den Walzer einleitet, Franz Engstler. Stick am Tor der Mercedes Junior im Grün der Hoffnung folgt der Aufforderung nicht gern. Und wenn zwei sich drehen, freut sich der Dritte, Carsten Struve. Besonders delikat im Abgang ist Sandro Nannini aus dem Chianti-Land Toskana. Der Allradantrieb wird ihm später aus der feuchten Wiese helfen. Reuter ist als Ausfallzeuge unterwegs, vorn blauer Rauch. Der teure Qualm kommt aus Eden Lohrs Mercedes, es ist Öl im Spiel. Die Rutschpartie geht los und fast unendlich weiter, bis mitten vor den Mercedes-Pavillon. Niemand fällt so charmant aus wie Ellen. Aus Reuters Perspektive wirkt diese Damenabfahrt ganz schön eng.